Ja, heute bei mir zu Gast Huberta Gabayé mit ihrem vierten Buch von Herz zu Herz. Und erstmal herzlich willkommen. Herzliches Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Frau Gabayé, von Herz zu Herz, das sagt ja einiges. Aber was verspricht uns denn das vierte Buch von Ihnen? Das ist ein Gedichtband über die Liebe. Und das ist nicht ganz zufällig entstanden. Ich bin seit 1,5 Jahren wieder glücklich verheiratet. Und natürlich hat mich auch mein Mann dazu inspiriert, ein paar neue Gedichte zu schreiben, aber sehr viele sind schon vorhanden gewesen. Dann gratulieren wir erstmal recht herzlich. Und ja, dann ist es ja wirklich von Herz zu Herz, also hat die Liebe Sie quasi auch beflügelt. Auf jeden Fall, es sind einige Gedichte drinnen, die ich geschrieben habe, weil ich da schon verliebt war in meinen Mann. Sehr schön. Das heißt, Sie haben sich ja jetzt dann doch zwischen den Abständen Zeit gelassen. Das erste Buch, Herzleben, ist 2010 entstanden. 2012, also konnte man eigentlich immer sagen, so in zweijährigen Abständen, 2012 Meditationen mit Herz und 2014 dann Herzweihnacht. Und jetzt quasi 4 Jahre später dieses Buch. Welches liegt Ihnen denn am meisten am Herzen? Naja, das erste Buch ist schon so etwas ganz Besonderes, weil ich hatte ja vorher noch nie ein Buch gemacht und der Drang zum Schreiben war sehr groß in dieser Schmerzphase. Das waren ja viele Jahre, wo ich in Trauer war und da war es immer mein Wunsch, ein Buch zu schreiben. Die Gedichte sind mir dann einfach so eingefallen. Ich habe viel in der Nacht geschrieben und wie das Buch dann fertig war, war ich schon sehr glücklich. Würden Sie sagen, dass der Leser auch tatsächlich quasi eine, nicht eine Konstante, aber so eine einen Aufwärtstrend sieht vom ersten Buch, der Schmerz und das Leid und jetzt quasi, wie schon gesagt, von der Liebe beflügelt? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch eines im Kopf, noch im Kopf oder handgeschrieben. Da geht es um viele lustige Texte, um so Wortspielereien. Das wird auch ein Band, weil ich habe die Absicht, das in den Regenbogen fertig zu machen. In Regenbogenfarben. Ja. Genau, das ist auch ganz wichtig. Also es steckt ja auch noch ein Konzept quasi dahinter, die Regenbogenfarben und kein Buch ähnelt dem anderen. Das stimmt. Also das erste ist, wie gesagt, ein eher schmerzbehaftetes Buch. Dann das zweite ist eher gebetsähnlich. Das dritte Buch ist ein Sternen- und Licht- und Engelband. Jetzt der Liebesband und dann kommen eben noch 2 in den Farben Gelb und Blau. Haben Sie da auch schon ein Veröffentlichungsdatum? Nein, das kann ich noch nicht sagen, weil ich jetzt diesen Luxus habe, das selber entscheiden zu dürfen, wann das sein wird. Fest steht, dass ich nicht aufhören werde zu schreiben. Ich habe heute erst ein Gedicht geschrieben in der Früh. Das klingt fantastisch. Also das heißt, Sie sind quasi täglich inspiriert. Ja, richtig. Aber natürlich habe ich jetzt durch die neue Verantwortung meinem Mann gegenüber weniger Zeit, weil auch es so ist, dass ich wieder koche jeden Tag und dass ich einen Haushalt führe, dass ich mit den Lesungen und Vorträgen unterwegs bin. Aber ich habe den Luxus, dass ich mir das selber einteilen darf.